Na, hey, ich bin der Jay, willkommen zurück hier auf meinem Kanal und bei Black Future 88, was jetzt viel zu schnell verschwunden ist, aber ist egal. Wir haben irgendwie so den Mittwoch und Ghost, ich werde nie wieder Ghost nehmen. Das ist mal klar, ich nehme nie wieder Ghost, weil Ghost ist kacke. Sigurd gefällt mir ganz gut, obwohl ich mal noch nicht weiß, was Bastler heißt, aber er startet, sie. Ist das ein muskulöser Typ? Hat der so voll die Packs oder ist das eine Frau? Ich habe keine Ahnung. Bastler. Da steht Bastler und nicht Bastlerin. Ich nehme das einfach mal so hin, dass das ein Kerl ist und der hat einfach nur fette Brüste. Ist egal. Gut, auf jeden Fall hat er eine Nahkampfwaffe. Und deswegen starten wir mit dem. Und zwar unten lang. Dankeschön. So. Ja, wo sind wir denn gewesen in der letzten Folge? Keine Ahnung, irgendwas wollte ich erzählen mit der Capture-Karte, weswegen ich mir die gekauft habe, Switch-Spiele und so weiter. Irgendwie habe ich dann den Faden verloren und ich habe auch keine Ahnung mehr, was ich da noch sagen wollte. Halt, da könnte man doch auch mal auf die Nahkampfwaffe wechseln, wenn ich schon sage, dass ich die toll finde. Diese Nahkampfwaffe, der Black Richter, so wie ich das sehe, tut nämlich gleichzeitig, wenn ich das jetzt hier einfach mal auch hinkriegen würde, Kugeln zerteilen. Meine Fresse. Hat er schon wieder richtig überhaupt nicht, war schon wieder überhaupt nicht effektiv gerade das Ganze. So, Munitionscode ist mir egal, schneller Abzug, höhere Schussfrequenz, das wäre ganz cool. Fleischtaler, Heilung wirkt besser und verleiht Rüstung, wenn du keine Zeit hast. Wenn du keine hast, meine Fresse. Den nehmen wir als erstes, weil mehr Heilung ist mehr Heilung ist mehr Heilung. Wir könnten jetzt auch wieder mehr auf Zeit spielen, bin ich auch eigentlich der Meinung, dass es ganz gut ist. Und mit auf Zeit spielen meine ich, wir beeilen uns. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Die letzte Folge, wir sind relativ weit gekommen, waren aber halt auch wirklich ein bisschen schwach auf der Brust. Also, alleine die Shops müssten wir wahrscheinlich schon... Hallo! Black Richter. Ist das... Ja, genau, alles klar. Nehmen wir doch mal zwei Black Richter. Achso, nee, stimmt, das hatten wir ja in der letzten Folge schon. Warum auch immer der eine Black Richter den anderen Black Richter auffrisst, ich habe absolut keine Ahnung. Ist das was Gutes, hier auf Zeit zu spielen, wenn man dann so relativ schwach auf der Brust ist? Ich meine, wahrscheinlich müssten wir schon wenigstens die Hände abklappern, um Blutverdünner oder sowas zu bekommen, damit wir ein bisschen mehr Leben haben. Ich glaube, das mindestens wäre es halt. Das Problem ist, dazu müssten wir erstmal ein bisschen Cash haben. So, das heißt, es wird jetzt unser... Wir werden... Ich glaube, ich werde das jetzt folgendermaßen machen. Dankeschön. Quasi so schnell wie möglich, ohne viel rumzusuchen. Au! In Richtung Schäffchen, aber dann vorher abbiegen, um zum Shop zu gehen. Oder so. Und noch irgendwie Blutverdünner oder sowas mitzunehmen. Ist halt Blödsinn, den Stim-Händler anzuquatschen, wenn man noch nicht genug Kohlen hat. Ne? Weil der zieht dann eh Kohlen ab, wenn man den anlabert. Das ist gut. Ein Hallo-Blutpaket. Dankeschön. Aha! Und direkt wieder in die nächste Salve rein. Ich bin so ein Trottel, ey. Ja, fall doch runter. Danke. Super. So, wir haben nur 81 Münzen. Ich weiß nicht, die Preise schwanken hier immer so ein bisschen. Von Durchlauf zu Durchlauf. Was so das einzige Gelumpe in den Shops kostet. Das ist ein bisschen nervig. Aber was willst du machen? Verzieh dich, dankeschön. Na toll, jetzt ist er nach oben teleportiert, diese Sau. So, haben wir dich. So, das war der letzte. Warum hinterlässt er keine Truhe? Normalerweise hinterlässt der letzte immer eine Truhe. So, wir gucken erstmal bei dir rein. Du hast zumindest Munitionskisten. Toll. Und diesmal kostet das Blutpaket 120 Tacken. Das ist so nervig. Hier, Blutverdünner. Ups, haben wir ein bisschen mehr. Wenigstens was. Und dann sind wir auch schon wieder weg. Denn mehr können wir uns nicht leisten. Und mehr will ich mir auch nicht leisten, wenn es nicht gerade Flugpanzerung wäre. Das wäre ganz cool. Aber naja. So, Black Prophet. Fernhalten oder Nahkampf ran? Ich glaube eher Nahkampf ran. Auch wenn es nur der Black Richter quasi ist. Au. Weg mal eine getachtet bekommen. Stirb. Munition, Blutbeutel, sehr schön. Was liegt hier hinten noch? Ein Raketenwerfer, toll, brauche ich nicht. Was kriege ich von dir? Den Rettungsanker? Oh, Rettungsanker oder Nightpiercer? Da ist es wieder. Die altbewährte Frage.
Wir haben sehr viel Leben. Ich nehme erstmal den Nightpiercer. Außerdem können wir noch in dich reingrabbeln. Was gibt's bei dir jetzt noch? Bouncer-Flinte. Also es muss nicht immer irgendeine Fähigkeit sein, die in den Viechern drin ist. In den Schäppchens. Ich glaube, es ist sogar nie eine Fähigkeit. Sondern... Ach Gott, das will... Wirklich immer irgendwie eine Waffe. Was denn? Hier lag doch gerade noch was rum. Scheiße. Da waren schon wieder viel zu viele Gegner auf einem Haufen. Manchmal frage ich mich wirklich, wo SkyMeld hier noch Sachen einsammelt. Ey, ohne Scheiß. Voll seltsam. Hallo, da sind sie wieder. Mit 61 laber ich euch aber nicht an, aber es ist gut zu wissen, wo ihr seid. So, Parkstation, die labern wir auf jeden Fall an. Adrenalin, höhere Schussfrequenz, wenn du weniger Blut hast. Das kann nur von Vorteil sein. Deine Geschosse prallen jetzt ab. Ich habe keine Geschosse, wenn ich mit meinem Black Richter unterwegs bin. Schneller Abzug. Diesmal nehmen wir das. Ist jetzt nicht wirklich viel schneller, muss ich jetzt zugeben. Naja. Okay. Ja gut, macht doch schon einen Unterschied. Da sind wir aber auch schon wieder beim Schäffchen. Das gibt's ja nicht. Das ist ja unglaublich. So, das heißt, mit 110 geht's jetzt quasi wieder zum Shop. Das ist eigentlich eine ganz gute Taktik soweit. Wir gucken natürlich trotzdem erstmal hier rein. Können wir uns immer noch nichts leisten, haben aber auch kein Geld dafür ausgegeben. So, und hier haben wir wieder Blutverdünner. Jawohl. Ja, ne? Ist doch schön. Wurde das jetzt mehr oder nicht? Ich bild mir ein, wir hatten gerade schon so viel Leben, ne? Doch, beschissen. So, Dr. Avalanche, Dr. Professor, Dr. oder so. Au, schön in die Salve rein, ja super. Ja, da kannst du den ganzen Tag stehen, dankeschön. Ausgezeichnet. Munition, Blutbeutel und weiter geht's. Gleich, oh guck mal, wir können auch wieder in den Doktor reingrabbeln. Rettungsanker, ja super, diesmal nehmen wir ihn mit. Greife ihn ein. Was haben wir denn da? Nightnail, toll, brauchen wir nicht. Wir könnten aber meinen rostigen Repeater austauschen. Ich wusste es. Ach stimmt, das war mit dem Nightpiercer. So rum, das hatten wir in der letzten Folge schon. Wir haben jetzt aus dem Nightpiercer das mit dem Nightpiercer-Set quasi den besseren Night... Ne, warte mal. Nailpiercer oder Piercer oder irgendwie so heißt da jetzt Nightpiercer. Ach, der heißt direkt Nightpiercer. Aha. Du hast dein Nightnail in eine stärkere... Toll, okay. Das ist gleichzeitig eine Fähigkeit, das ist ja komisch. Na gut, dann werden wir sowieso nie anwenden, dass es mal klar ist, weil ich finde meine Nahkampfwaffen viel besser. Okay, das Kraftwerk. Heute mal mit ohne einfach mal Abgrund quasi. Ich sag schon wieder, in letzter Zeit sage ich schon wieder viel zu oft quasi. Das ist quasi so nervig. Weil es mir echt die Let's Plays versaut. Wo habe ich mir das schon wieder angewöhnt? Also mir persönlich, ich weiß gar nicht, ob es anderen überhaupt auffällt, dass ich so oft manchmal die gleichen Wörter sage. Wahrscheinlich schon. Hallo, das kommt mir bekannt vor. Da gehen wir nicht hoch. Wir suchen direkt erstmal wieder das Schäffchen. Toll. Ja, das ist nämlich genau das, was ich nicht wollte. Fuck. Hallo? Oh Gott. Hallo, ich würde gerne wieder meine Nahkampfwaffe benutzen. Manchmal verfriemelt man sich ja echt selber. Da hat er gerade schön in die Ecke geschossen. Ich meine, manche Leute scheißen ja in die Ecke. Aber ist egal. So, ich wollte gar nicht unten lang. Oh Gott. Verflixte Raketen, Leute. Guck mal, die geht auch nicht wirklich kaputt dadurch. Nicht alle Geschosse gehen halt durch das Schwertgedöns kaputt. So, jetzt haben wir ein bisschen durch den Rettungsanker an Leben gewonnen. Ich verfall schon wieder gerade ins gleiche Schema. Überall rumzusuchen, aber das wollte ich ja eigentlich gerade vermeiden. Brandmauer könnten wir jetzt eigentlich mal mitnehmen. Oh, komm schon, wir brauchen Waffen, keine Munition, das ist mir egal. Ja, komm, nehmen wir die Brandmauer. Schaden kann es nicht, mal davon abgesehen, dass wir jetzt wieder irgendwie so eine Minute an Zeit gefuttert haben hier. Ausgezeichnet. Okay, das hat sich gelohnt. Hier ist nämlich auch noch ein Blutbeutel drin, ist sehr schön. Hier links gibt es nichts Vernünftiges zu holen, da ist nicht mal ein Fragezeichen. Hier gucken wir doch direkt mal. Irgendwo müsste doch eigentlich auch noch
Hier schon wieder einfach mal eine leere Kammer. Super. Ach, nein. Scheiße. Ohne Dash in Richtung Abgrund springen ist doof. Und hier sind auch keine Teleportatoren. Das ist die reinste Zeitverschwendung gerade gewesen. Mal vom Blutbeutel abgesehen. Hallo. Dankeschön. Oh, wir haben zwei Dashes. Ist ja, könnte man die auch eigentlich direkt nutzen. Danke. Manchmal tue ich ihn einfach bloß, tue ich die Gegner einfach bloß wegklatschen, ohne irgendwie großartig Schaden zu machen. Frag mich bitte nicht, woran das liegt. Absolut keine Ahnung. So. Immer noch. Hallo. Einfach mal an den Plattformen vorbeifallen. Wie der letzte Vollnoob. Und in die Stacheln rein. Auch wieder der letzte Vollnoob. Wäre das nicht schön, jetzt ja auch mal so ein bisschen so. Irgendwie. Den Job zu finden, meine Fresse, da haben die Worte gefehlt. Das ist manchmal so. Super, da ist der Chef. Aber wie gesagt, der Job wäre jetzt eigentlich auch noch nicht schlecht. Hatten wir den schon? Das ist jetzt kacke. Obwohl, wir sind eh voll. Aber ich hätte halt gern einen Blutverdünner mitgenommen. Ich glaube, das ist das erste Mal in der Nicht-Beta, wo wir zum dritten Chef kommen. Aber ich könnte mich jetzt noch irren. Und das ist auch noch der Über-Über-Hain quasi. Also es gibt zwei... Da war schon wieder das quasi, ne? Es gibt immer zwei Versionen von den Gegnern. Von den Chefchens. Das ist einmal die normale Version. Und einmal die... Nicht, also die Über-Version quasi. Da war es wieder das quasi. Meine Fresse. So, du musst gehen. Du bist auch kaputt. Sehr schön. Blutbeutel war mir das Liebste, was ich jetzt bräuchte. Okay, brauchen wir die Überhin-Fähigkeit? Nein. Zweitnutzung, da haben wir schon. Reue und Abschlüsse schalten sofort sprintfrei. Es ist viel besser. Finde ich. Was liegt denn hier noch rum? Rettlingsgranatwerfer. Nee, danke. Muss nicht sein. Wir sind bei 8 Minuten. Okay. Das geht eigentlich. Labor ist, soweit ich weiß, die letzte. Das letzte Biom. Vorm Chef. Ich weiß gar nicht, ich habe völlig vergessen, wie er heißt. Herr Skymeld oder so. Der heißt doch bestimmt Herr Skymeld. Ich könnte es wetten. Danke, ja, wunderschön. Wunderschön in die Salve. Fuck you. In der letzten Ecke oben hocken sie. Mann, ey. Und machen Terror. Danke. In der letzten Ecke oben hocken sie und machen Terror. Und hier ist übrigens was ich ein bisschen schade finde, dass das nicht so oft in Nutzung ist, diese Plattform hier über mir. So ist es so ein bisschen so ähnlich wie bei. Legacy. Ah. Wie heißt es? Hab's vergessen. Dizzy hat das ein bisschen geletzplayt. Oh Gott, das will. Ach Gott. Rogue Legacy, jetzt hab ich's. Rogue Legacy, die Plattform, die man mit einem Schwertangriff nur aufmacht. Irgendwo hat das Geil mit jede Menge Punkte bekommen, das dumme Stück. Curse Terminal. War das Gefriemel hier unten immer schon? Habe ich noch nicht bemerkt. Na gut. Grimmige Entschlossenheit, mehr Schaden von Nahkampfangriffen, aber ungeschickte Hände verlangsamen Fernkampfaffe. Fernkampfaffen, genau. Hm. Nehmen wir doch direkt. Wir könnten ein bisschen Leben gebrauchen. Bin ich da der Einzige, der das meint? Ich hoffe nicht. Also ja, jedenfalls diese Plattform, das Plattformgedöns, das könnte echt viel öfter sein. Oder eher kommen oder sowas. So ganz. Das Ding ist mir übrigens neu. Dass hier einfach mal nur so ein Raum ist. Seltsam. Ach so, und hier sind unsere Typen. Blutverdünner, sehr gut. Jetzt hätte ich aber auch gerne Blutpaket großzügig. Jawohl. Und gibt direkt ein bisschen Panzerung. Den Blut. Wo ist denn das großzügig? Wir haben jetzt fast überhaupt nichts bekommen hier an Leben. Wir haben 3 von diesen Blutbeutelgedöns genommen. Und, aber gut, dafür hat es jetzt auch nicht wirklich viel gekostet. Flugpanzer. Ja, komm, gib mir das auch nochmal. Super. Ausgezeichnet. Okay. Das ist ja gerade so ein bisschen linear, muss ich ja sagen. Schön alles einsammeln, man weiß ja nie.
Mal davon abgesehen, dass er sonst ein Sky-Meld kriegt. Komm, mach nochmal. Dankeschön. Irgendwie müssen wir an unsere Lebensenergie kommen. Diese hier, manchmal sind so diese Fluchanzeigen hier. Ich glaube, das hat ein bisschen was mit dem Black Witch dazu tun. Frag mich aber nicht was. Hallo, der normale Hauer. Quatsch, der alte Hauer. Zwangskauf. Ja, warum eigentlich nicht? Wir haben übrigens noch 5 Minuten, bis wir verrecken. So, verfluchte Tapferkeit. Für erheblich weniger Blut erhältst du bla. Herzzeit, tausche 3 Minuten Herzzeit gegen Volllinge. Nein. Überstimulator. Wenn du nur 5 oder weniger Blut hast, erhältst du Zeit durch Nahkampfabschüsse. Das ist ja total unser Ding, Baby. Synergie entdeckt. Och was, komm mal. Hier ehrlich, kenne ich auch noch nicht. Grimmige Entschlossenheit und Überstimulator plus Black Richter ergibt Wunderheiler. Erhalte mehr Zeit vom Perk Überstimulator. Okay, also wenn wir wenig Blut haben, bla 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 bla, ne? Verstehst du? Geil. Aber das jetzt noch nutzen können. Was zur Hölle? Das ist mir alles voll neu hier. Das war noch nie gewesen. Ich habe aber auch absolut keine Lust, nach links, rechts zu gehen. Was bist du? Du bist auch neu. Okay, aber hier kommt das neue Zeit erhalten. Zeit erhalten. Minus 1 HP. Ach so. Da gibt es 1 Minute mehr. Und das war's aber auch schon. Alles klar. So, wir müssen nach oben. Wir gehen weiter. Hier sind ein paar mehr neue Räume. Drinne. Also. Barsch. Habe jetzt schon ein bisschen Angst gehabt gerade. Gottes Willen. Also Zufallsräume gerade waren mir alle sehr neu. Kommt auch mal vor. Hat mich auch so ein bisschen aus der Bahn geworfen gerade. Ich habe jetzt mehr oder weniger damit gerechnet, relativ schnell zum Chef zu kommen. Hallo. Ich würde das heute trotzdem gerne in irgendeiner Form schaffen. Gottes Willen. Ja, du auch noch, ja? Na klar ist so. Alles klar, das war besser. So, ach ja, unten sehen wir es übrigens mal. SkyMeld hat gerade so ein Level bekommen und hat dadurch eine neue Fähigkeit bekommen. Die gucken wir uns gerade mal an. Turmebene. Turmebene haben sie immer noch nicht richtig ins Deutsche übersetzt. Das ist nicht die Ebene, sondern, also im Englischen ist es das Level. Soll heißen eigentlich die Erfahrungsstufe und nicht die Turmebene, also nicht das Stockwerk, ja? So. Mehr Feinde war das erste Level-Upgrade für den Turm, für SkyMeld quasi. Und quasi, da war es wieder. Verbesserte Fallen, das hatten wir von... Hat man es von Anfang an? Nee, hat man nicht, hat er gerade gemacht, ne? Okay, das nur am Rand. Gehen wir nochmal links, wir haben einen Haufen Kohlen. Ich würde jetzt schon gern hier einen Shop oder sowas finden. Oder ein Perks-Terminal, warum nicht? Kostet übrigens 25 Sekunden. Hasenfot, es werden öfter bessere Waffen und so weiter gedroppt. Ist schön, Rückfahrschein, reflektierte Geschosse fliegen zurück zum Absender. Das könnten wir direkt nehmen. Ja. Ich weiß nicht, reflektiert unsere Waffe oder macht die bloß die Munition kaputt? Egal. Gehen wir mal weiter. Auf jeden Fall ist es gerade ein sehr erfolgreicher Lauf. Mal davon abgesehen, dass ich mich immer noch sehr prasslich anstelle beim ganzen Blödsinn hier. Versuche halt immer so ein bisschen durch die Dinger durchzurauschen, um noch ein wenig Leben zu bekommen. Und ich hoffe, das gelingt auch irgendwie. Ich höre immer dieses La! Und da passiert da aber nichts mit meinem Leben. Das ist total seltsam. So, auch du musst gehen und oben links ist der... Das dürfte jetzt aber wirklich der Chef sein, oder? Also ich habe mich nicht spoilern lassen von wegen neuem Content und so weiter. Deswegen... Ach, jetzt kommt einfach nochmal Juno und Jupiter. Super. Also hier scheint es wirklich ein Level jetzt mehr zu geben oder ähnliches. Bin ich jetzt schon gespannt drauf. Ach, einfach mal kaputt geneigt, Piercer. Alles klar. Auch schön. Juno wird jetzt ein bisschen sauer. Kann er ja, wenn es sein muss. Und da ist er aber auch schon, da liegt er aber auch schon im Dreck. Sehr schön, dafür gibt es einen Blutbeutel und ein wenig Cash. Zweitnutzung, okay, das letzte, was wir kriegen, alles klar, warum nicht. Und das, hier gibt es auch noch eine Waffe, die Wellenkanone. Die könnten, wollen wir den Nightpiercer tauschen? Eigentlich nicht. Ich meine, ich benutze ihn eh nicht, aber wesentlich ist es eine bessere Waffe. Der Echoplex.
Duncan. Das ist der Chefchen. Okay, jetzt kommt hier der Oberboss einfach mal nach dem anderen Boss. Na, okay. Und ich kann mich absolut nicht mehr dran entsinnen, aber egal. Mal davon abgesehen, dass wir hier wahrscheinlich sehr, sehr schwer dran sind. Mit Nahkampfwaffen. Ach, wir haben noch 10 Sekunden. Wäre das nicht schön, wenn wir das jetzt noch schaffen? Jawohl. Haben wir 3 Minuten für bekommen. Hallo, wir haben den ersten Chef besiegt. Oder so, jetzt sammle ich mal direkt flups alles ein hier, was hier so rum... Hallo, ich wollte das noch einsammeln. Meltkern, deine Sprints sind sofort wieder aufgeladen, aber sie kosten Zeit. Das will ich nicht. Und jetzt sind wir... Wir werden direkt in den Abspann geworfen. Duncan ist tot und der Echoplex wurde zerstört. Doch du musst in der Zeit zurückreisen. Deine Zeit in Skymint ist noch lange nicht vorbei. So, und jetzt wird geloopt quasi. Quasi, da war es wieder. Diesmal wird alles anders. Und jetzt geht direkt der nächste Lauf los. Vor allen Dingen das Gemeine halt mit der Zeit, die wir haben. Und jetzt habe ich zweimal diesen scheiß Nightpiercer. Leck mich doch. Und dafür hier, guck mal, kosten 3 zufällige Perks, Kaufzwang. Jetzt wurden 3 zufällige Perks weggenommen. Also hier ist jetzt quasi ein Startzonenhändler. Und jetzt können wir uns eine dieser beiden Masken aussuchen. Gott sei Dank steht gerade die Zeit still. Das hat sich einmal, glaube ich, genutzt, einfach um es zu testen in der Beta. Und ansonsten nicht. Blutmaske erhöht Schaden für dich und deine Feinde. Toll. Schwarze Maske. Deadlock-Zeit vergeht doppelt so schnell. Toll. Das Eliminieren von Feinden stellt 5 Sekunden wieder her. Toll, das müssen wir eins von beiden nehmen. Das werde ich nie wieder machen. So, das heißt, jetzt haben wir nicht 3 Minuten 30, sondern eigentlich 1 Minute 15 oder so. Toll. Ja, klasse. Wenn hier irgendeiner darauf achten kann, wie viel Zeit das jetzt wieder zurückgibt, quasi, wäre das richtig toll. Quasi, da war schon wieder. Das geht mir so auf die Nüsse. Wo liegt jetzt hier das ganze Gelumpe rum? Meine Fresse. Ich habe auch jetzt nicht geguckt, welche Perks mir weggenommen wurden. Ist mir gerade mal nebensächlich, weil hier ein Haufen Idioten in der Gegend rum eiern. Genau wie ich. Ich eier hier auch in der Gegend rum. Ich höre immer noch das La, wenn ich per Rettungsanker hier irgendwie Leben zurückbekomme. Wie viele Gegner sind denn hier? Und da bin ich tot. Na Gott sei Dank. Das war einfach zu viel gerade. Oh je. Ach schön, aber das in einem normalen Lauf gibt jede Menge Erfahrungspunkte. Okay, jetzt habt ihr auch mal gesehen, was passiert, wenn man hier Chefchen besiegt. Also Dr. Professor Skymelt, der heißt, also Duncan heißt er ja eigentlich. Und was danach, wie es danach weitergeht, dann ist nämlich einfach mal nonstop, geht's von unten wieder los. So, dein Blut wurde brennbar, ist explodiert, bla bla bla. Wir haben Level-Up mit unserem Speicherstand. Reduziert den Cooldown von Sprints erheblich, das ist der Jupiter-Kern. Stimmt, das hatten wir in der letzten Folge oder sowas gehabt, dass das nächste wäre. So, nächstes Level, 0 Massenkanone, eine sehr starke, aber verfluchte Blinkkanone. Level Nummer 3. Und zwar eingebauter Optimismus. Mann, ich warte auf dieses Synergiegedöns. Du verursachst mehr Schaden bei viel Blut, aber Skymelt erzeugt mehr Feinde. Stimmt, das ist mir auch noch so ein bisschen bekannt. Nein. Das nächste ist neu, das kenne ich noch nicht. Greenback Repeater. Wieder so eine Waffe, was Geld verschießt. Toll. Ah, geil, Jäger. Nee, ist nicht geil, scheiße. Wir haben einen neuen Jäger freigeschaltet. Toll, ein aggressiver Jäger mit einem Nebenjob. Whatever. Also Jäger hatten wir auch schon einmal gehabt. Man kann die aktivieren oder die werden mal aktiviert und jagen dich dann durch das Level. Und das war's auch schon. Und das nächste wird eine Waffe. Toll. Ich warte auf ein Ding, was so eine wunderschöne Synergie zwischen den beiden Waffen. Naja, ist egal. Dann wäre es das hier heute sehr erfolgreich gewesen mit Black Future 88. Ich hoffe, es hat gefallen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Bedanke mich fürs Zusehen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.